Vor einigen Wochen hat ein Einbruch in das grüne Gewölbe in Dresden für sehr viel Aufsehen gesorgt. Die Räuber entwendeten Schmuck im Gesamtwert von 1 Milliarde Euro und das stößt nicht nur der Polizei sauer auf. Nun hat sich ein Kunstliebhaber gemeldet und bietet eine Menge Geld an, wenn die Schmuckstücke wieder zurückgegeben werden. Er hat nämlich die Befürchtung, dass die Diebe den Schmuck zerstören, um die Brillanten und Diamanten davon zu verkaufen. Die antiken Schmuckstücke wären dann aber nicht mehr das, was sie einmal waren. Es geht insgesamt um 1,3 Millionen Euro, die der Kunstliebhaber an die Diebe ausschütten würde. Zusätzlich hatte die Polizei kurz nach dem Raub 500.000 Euro Belohnung angepriesen, die allen für Hinweise ausgeschüttet werden könnten. Die Täter haben sich auf das Angebot des Kunstliebhabers bis zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht geäußert.